Hallo und herzlich willkommen zu weiteren 480 Stunden hier beim Ranch Simulator bei mir auf der Ranch. Und diesmal wird es richtig kurios, denn wir haben mit krassen Wetterwechseln zu tun. Es wird eine Fahrphysik geben, die es niemals vorher gegeben hat. Zum einen, zum anderen, ja, steppt hier der Bär, denn der meint, er muss einmal auf die Jagd gehen. Zum anderen haben wir diesmal eine Pandemie an Ziegen und nicht an Schweinen. Und ja, warum hier eigentlich so viel Fleisch rumliegt und was das ganze Holz hier bedeutet, ja, das seht ihr auf jeden Fall hier in diesem Video. Aber vorab noch einmal oder schon einmal, hier seht ihr schon mal das Ende der 480 Stunden und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr jetzt schon mal eine Prognose reinschreibt, was ihr denn denkt, wie viel Geld denn letztendlich hier zusammengekommen ist. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Holt euch was zu trinken und einen Snack. Legt die Füße hoch und auf geht's. Ja, Leute, ich habe wieder mal eure Kommentare gelesen. Und muss an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Aufrufe, für die ganzen Likes und vor allen Dingen in den Kommentaren für die ganzen Hilfestellungen, die ihr mir da gegeben habt. Zum einen, zum anderen natürlich auch für das super Feedback von euch. Absolut mega, mega geil. Hat mich unheimlich gefreut und jetzt schon mal an dieser Stelle erstmal ein großes Entschuldigung, dass es dann jetzt dann doch ein paar Tage länger gedauert hat, bis dann die nächsten 240, ha, natürlich 480 Stunden kommen. Und ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier wieder gut rein. Wir werden hier erstmal jetzt schauen, damit hier unsere Tiere alle größtmöglich versorgt sind. Und dann, ja, habe ich natürlich auch ein bisschen was vor. Wir wollen natürlich, wie schon in der letzten Folge angekündigt, dadurch, dass wir ja jetzt $20.786 auf dem Konto haben, wollen wir auf jeden Fall mal in die Landwirtschaft reingehen. Zum einen, zum anderen hatte ich ja vor, das Ganze mit den Bienen auch zu machen. Da müssen wir da mal gucken, wo wir da die ein oder andere Bienenfarm oder ja, dieses kleine, das ein oder andere Bienennest finden werden. Zum anderen müssen wir auf jeden Fall mal hier unsere Hofeinfahrt, also unsere Ranch-Einfahrt, ein wenig schöner gestalten, denn da zieht schon ja ein bisschen alt und heruntergekommen aus. Das müssen wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen verbessern. Zum anderen habt ihr mir gesagt, ich soll doch einfach auch genauso wie dieses Gewächshaus nochmal ein Gebäude erstellen, wo ich dann vielleicht meine ganze Wurstproduktion hin schaffe. Dann habe ich mir natürlich darüber mal so den ein oder anderen Gedanken gemacht und dachte, hey, warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich eine richtig, richtig gute Idee. Dann können wir vielleicht hier das Ganze mal so ein bisschen im Akkord machen und mal gucken, was das dann dementsprechend alles gibt. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hier rein und gucken mal nach unseren Pflänzchen, denn die sehen mittlerweile, oh Gott, da müssen wir, ach du lieber Gott, das ist alles verwelkt. Das müssen wir erstmal dann mit der Zeit hier alles neu machen, denn so kann ja und soll ja ein Gewächshaus nicht aussehen, ne? Das ist ja, uiuiui, Katastrophe, Freunde, Katastrophe. Aber gut, wir waren ja auch die letzten Stunden in der letzten 480 Stunden damit so dermaßen beschäftigt, hier uns um die Schweineproduktion zu kümmern. By the way, wer die letzte Folge und vielleicht auch die erste Folge noch nicht gesehen hat, vielleicht verpasst hat, die blende ich euch hier dann mal einmal oben rechts nacheinander ein. Dann könnt ihr euch die gerne nochmal anschauen, falls ihr die dann dementsprechend verpasst habt. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass das Ganze hier wieder zum Laufen kommt. Also, ja, das wird auf jeden Fall mal ein Späßchen, sage ich euch. Aber erstmal gucken wir, damit halt, wie gesagt, unsere Tiere alle versorgt sind. Und dann, ja, geht's hier los. Tag 42, Freunde. So, ich habe gestern mal noch ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mal den Truck entleert, habe mal unsere ganzen Boxen hier platziert und alles, was da drin war. Hab natürlich geguckt, dass die Tiere alle versorgt sind. Hab die Eier schon mal bei den Hühnern rausgeholt. Da haben wir jetzt auch schon mal wieder 18 Stück drinne.
Des Weiteren habe ich natürlich überall, sowohl bei den Kühen auch, als auch bei den Ziegen, schon mal die ganze Milch abgezapft. Das heißt, da können wir dann auch schon relativ zeitnah reinstarten. Des Weiteren habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wieso müssen die eigentlich immer da vorne durch das kleine Tor raus? Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal hier den Zaun noch hier dran. Und dann habe ich den hier einmal das große Tor zum Rein- und Rausgehen gemacht. Ja, also so können wir jetzt einfach hier über das Tor rein- und rausgehen. Und natürlich einmal auch noch ganz normal über die Tür hier an der Seite. Aber wir Leute, wir starten jetzt erstmal direkt rein. Und zwar habe ich mir gesagt, ich will ja erstmal gucken, dass wir hier, also ich will ja auch gucken, dass wir hier unsere Ranch ein bisschen verschönern. Deswegen würde ich sagen, reißen wir erstmal hier diesen ganzen Klumbatsch da ab, der hier da so platziert ist und der überhaupt gar kein gutes Bild abgibt. Da müssen wir auf jeden Fall da mal was Schickeres platzieren. Deswegen kommt der ganze Bums hier einmal weg. Und dann platzieren wir zumindest schon mal so rein optikhalber schon mal etwas Neues. Und dann gucken wir doch mal direkt ins Baumenü rein, was wir denn da Schönes haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das denn genau war. Oder war das hier? Nee, das war bestimmt hier. Nee, das war das Gewächshaus. Sorry, da muss es hier sein. So. Genau. Hier ist schon einmal. Nee, das ist eine Trainingskoppel, aber wir wollen ja keine Trainingskoppel. Ich will doch hier. Gibt's das gar nicht, oder was? Ey. Das ist aber nicht schön. Weil das ist ja nur. Nee, das will ich ja nicht. Das ist ja eine Trainingskoppel. Gefährde? Nee, Leute, das war nicht das, was ich haben wollte. Gibt es denn da nichts, wo wir platzieren können, so als Eingang? Ist das nicht möglich? Naja, ich sag mal so, eine Trainingskoppel brauchen wir auf jeden Fall auch irgendwann im Laufe der Zeit. Also, das wird unabdingbar sein. Aber ich wollte ja so einen schönen Eingang haben. Ja, Leute, das ist natürlich jetzt super schade, ne? Also, das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Dann können wir hier einfach nur ganz normale Holzzäune platzieren. Also, das finde ich schade. Das hätte ich jetzt so nicht gewollt. Naja, vielleicht kommt da ja nochmal ein Update. Wobei ich sagen muss, es kam ja ein neues Update und ich habe ja natürlich gehofft, dass die dann mal auch, ja, die Fahrzeugphysik ein bisschen anpassen, ne? Aber das war leider nicht so der Fall gewesen, tatsächlich. Naja, jetzt setzen wir hier mal einfach so hier ein bisschen den Eingangsweg. Und dann können wir hier zumindest schon mal so ein bisschen was starten, damit das wenigstens so ein bisschen ordentlich aussieht, ne? Ich glaube, das wird so ganz gut, Leute. By the way, ihr merkt es auch, die haben, glaube ich, Regen eingefügt, denn vorher gab es, glaube ich, bisher keinen Regen. Oder zumindest hat es bei uns bisher nicht geregnet. Was eigentlich auch ziemlich cool ist. Ja, ich glaube, so kann man das doch erstmal lassen. Das sieht doch ganz gut aus. Dann machen wir das noch auf die andere Seite, dass das so ein bisschen darüber passt. Da müssen wir natürlich hier so ein bisschen weiter drüben anfangen. Und gucken, dass wir dann hier so ein bisschen in die Spur kommen. Ja, mal gucken. So ungefähr vielleicht. Maybe. So. Boah, jetzt mal gucken, ob wir da hinkommen. Nee, das war ja falsch rum. Ja, es ist nicht perfekt, ne? Also,
Wir müssten jetzt eigentlich noch ein Stückchen rüber. Wobei mir das auch so gar nicht gefällt. Das ist noch zu gerade. Ja, ich platziere das mal fix. So, ich würde sagen, so kann man das erstmal lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. Wobei ich echt sagen muss, es ist schwieriger als gedacht, ne? Also, Lecco mio. Aber okay, jetzt haben wir zumindest hier schon mal, zumindest so, ja, ein bisschen ein Zäunchen gesetzt. Dann sieht das nachher auch ein bisschen neuer aus, ne? So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall mal zumindest ein Teil oder ein Stück weit um unser Gewächshaus erstmal kümmern. Deswegen gehen wir da erstmal noch ein paar Samen holen. Und ich habe mir gedacht, wir machen dort auf jeden Fall Räubchen hin. Zum anderen werde ich mal noch hier unsere Fässer einladen, damit wir die dann mal wieder abladen können an unsere guten Ölstellen. Denn da soll es ja oder muss es ja auf jeden Fall auch weitergehen. Und dann machen wir uns mal ganz. Hey, Kameradin, was machst denn du hier? Möchtest du mal bitte wieder. Wie ist die denn da rausgekommen? Einfach mal ausgebüxt. Was geht denn jetzt hier? Da ist doch kein Loch im Zaun. Unbelievable. Komm rein hier, Fräulein. Glaub bei dir. Zacke jetzt hier. Gibt's ja gar nicht. Weiß nicht, ob das da am Zaun liegt. Nö, ne? Auf jeden Fall, ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau, wir müssen die auf jeden Fall mal wieder zurückbringen, damit das dann auch alles wieder seine Ordnung hat. Und dann müssen wir halt, wie gesagt, noch beim Händler vorbei und mal ein paar Samen holen. Und dann, machen wir uns auf jeden Fall am nächsten Tag auf und schauen mal, was es denn da Gutes, gibt beim Autoverkäufer. Und by the way, die haben jetzt irgendwie hier diese Kameraeinstellung geändert und ich finde sie furchtbar fürs Autofahren. Also ganz katastrophal. Man kann jetzt auch in die Innenansicht switchen. Boah, das finde ich noch schlimmer. Allein deshalb, weil das Auto einfach so unglaublich unfahrbar ist. Also, ja. Also da hätten sie auf jeden Fall mal. Uiuiui. Da hätten sie auf jeden Fall mal noch irgendwie was machen können, damit das zumindest, was das angeht, von der Fahrphysik her ein bisschen besser ist. Und das Spiel soll ja jetzt dann demnächst nicht mehr im Early Access sein. Boah, Leute, ey. Brutal. Das soll ja jetzt dann veröffentlicht werden. Also ich finde, da müssen sie auf jeden Fall noch was an der Fahrphysik machen, denn so ist das auf jeden Fall eine Katastrophe, Leute. Das ist ja echt furchtbar. Kannst du nicht fahren? Kannst du nicht fahren? Kannst du echt nicht fahren? So, jetzt können wir mal gucken, ob hier eigentlich noch soweit alles in Ordnung ist. Sprit ist auf jeden Fall drin. Ah, sie haben auf jeden Fall mal die Anzeige gefixt, dass man hier jetzt sieht, wie viel Öl genau drin ist. Weil vorher war die erste Zahl ja immer verdeckt gewesen hier von dem Ölsymbol. Sehr geil. Okay, da haben wir schon wieder 100 Liter drin. Das ist ja prima. Lassen wir die beiden Fässer auf jeden Fall, also zwei Fässer lassen wir auf jeden Fall mal hier stehen. Das ist jetzt gar kein Problem. Und. Ach nee, ich wollte ja nur zwei stehen lassen. Ich hab's gerade noch gesagt, ne? Ich hab's gerade noch gesagt. So. Und dann fahren wir mal noch ganz schnell rüber zum anderen Händler. So, dann mal wieder rein hier in die gute Stube. Moinsen! So, dann gucken wir doch mal hier. Also, wir brauchen. Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal jetzt. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Sowohl für die Kuh als auch für die Ziegen. Da haben wir ja letztes Mal schon noch einen Vorrat geholt. Räubchen. Da packen wir mal. Wir packen mal drei Packungen rein. Drei reichen? Ach komm, wir machen vier. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Und dann holen wir uns schon mal, Leute. Wir haben ja dann drei Felder. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich bin gespannt. Die haben auf jeden Fall gefixt, habe ich gesehen. Dass jetzt der Harvester und so weiter auch alle Geräte anlegen kann. Also das ist doch schon mal top. Wir werden auf jeden Fall hier zweimal Weizen, zweimal Mais und zweimal Sonnenblumen mitnehmen. Da habe ich Bock drauf, Leute. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann packen wir mal noch ein bisschen Dünger ein und ein bisschen Pflanzenschutzmittel. Ach komm, wir machen mal. Wie viel habe ich denn da jetzt genommen? 5 und 5. Ja, ich glaube, das ist okay. Da haben wir 4. Komm, machen wir auch 5.
Und ich weiß halt nicht, ob das reicht, ne? Ah, wir machen mal überall drei. Sicher ist sicher. Okidoki. Ab geht's. Atage, Leute. Ey, ich hab richtig Bock, Leute. Ich hab richtig Bock darauf, jetzt hier das Ganze richtig hier zu harvesten. Das wird einfach nur genial. Das kann einfach nur der Hammer werden. Also, ich freue mich da richtig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ey, bleibt auf jeden Fall dran und genießt nachher die Show. Also ich kann es nur wieder sagen. Das wird auf jeden Fall ein Späßchen. Ich kann es mir jetzt schon gut vorstellen. Ja, ich lade mal fix ein, Leute, und dann mache ich mal mich auf zu unserem Gewächshaus und dann starten wir mal da rein. So, Tag 43. Und ich habe jetzt mal schon mal die ganze Karre ausgeräumt. Hab hier schon mal unser ganzes Saatgut platziert. Zum anderen hat irgendein Schwein auf einmal auch gemeint, es muss irgendwie hier aus dem Zaun rausglitschen. Und dadurch, dass wir eh so viele dicke, fette Schweine haben, habe ich das natürlich dann mal direkt erlegt und habe das schon mal direkt reingepackt in eine Kühlbox und habe dem dementsprechend schon mal, habe das Ganze schon mal klein gemacht, ne? War noch keine Wurst draus gemacht, aber gut. Ich habe dann hier in unserem Gewächshaus, habe ich mal schon unsere ganzen Träubchen eingepflanzt, hab schon mal gedüngt und hab das Ganze schon mit Wasser versorgt. Ich glaube, Pflanzenschutzmittel kann man erst dann drauf machen, wenn halt hier erst auch die ersten Pflänzchen da sind. Deswegen steht das noch hier drinne. Dünger haben wir auf jeden Fall hier. Des Weiteren habe ich natürlich, wie ihr seht, auch ein Regal platziert. Da ist jetzt noch unser bisschen Restsaatgut da. Hab noch zwei Kühlboxen hingestellt. Da werden wir wahrscheinlich aber noch die eine oder andere mehr brauchen. Aber das ist dann kein Problem, die stellen wir dann einfach noch dazu. Ja, auf jeden Fall ist das Gewächshaus jetzt schon mal definitiv perfekt und on League. Machen wir mal ganz kurz schnell noch hier die Holzplatten weg. Und dann, Leute, dann ist es soweit. Es regnet zwar, aber ich laufe jetzt mal runter rüber zum Händler und dann holen wir uns erstmal den Traktor. So, da bin ich einmal durch den Wald spaziert und dann gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Ja, Moinsen! Wir haben heute was Gutes vor, mein Freund. Wir wollen hier ein bisschen Geld dalassen. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen ja einmal den Traktor zuerst. Und dann brauchen wir natürlich später noch den Harvester, also die Erntemaschine. Aber als allererstes checken wir uns mal den Traktor ab, Leute. Darauf bin ich jetzt erstmal gespannt. Und ob wir den auch irgendwie upgraden können. Ich bin mal gespannt. Wir gucken mal uns das gute Teil hier einmal an. Ha, da steht er. Unser Traktor. Ist das geil, Leute. Ist das nicht geil? So. Nutze den Grubber, um das Land für die Aussaat vorzubereiten. Entlade die Samentüten in die Sämaschine, um die Feldfrüchte anzupflanzen. Und nutze den Düngemittelanhänger, um den Dünger über die Samen zu verteilen, um das Wachstum zu beschleunigen. Kaufe die Erntemaschine, um die Feldfrüchte zu ernten. Ja, das ist ja relativ Standard, ne? Ach, Leute, guckt's euch an hier. Wuhu! Krasses Gerät hier. Ach du Scheiße. Ach du lieber Gott. Oh, Leute, mit dem ist genauso schlimm zu fahren wie mit allem anderen auch. Ach du lieber Gott. Erstmal müssen wir hier den Farbton ändern. Das muss erstmal hier. Ah, was machen wir das denn hier? Ja, wir machen das wie alles. Oder machen wir den. Ach, wir machen den einfach so. Who cares? So. Dann müssen wir damit jetzt, glaube ich, einmal runter zum Baumarkt und uns erstmal einen Grubber und so besorgen. Ach du lieber Gott, Leute, das Ding ist ja auch genauso unfahrbar. Wie sieht's aus der. Ach, du lieber Gott. Also, der Sound ist auf jeden Fall unterirdisch. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es klingt ganz furchtbar. So, dann gehen wir nochmal rein hier und gucken mal, was uns denn der ganze Spaß hier kostet. Also, Freunde, ein fahrbarer Rasenmäher wäre natürlich auch nochmal richtig geil, ne? Könnten wir dann eigentlich auch mal ausprobieren, mal gucken, was wir damit machen können. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung. Aber wir brauchen jetzt erstmal, wir holen uns erstmal alles, was wir hier brauchen. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Grubber, wir brauchen eine Sämaschine, wir brauchen einen Düngemittelanhänger und wir brauchen natürlich auch einen Ernteanhänger.
So, Feuerwerk und sowas brauchen wir natürlich nicht. Das können wir dann ganz zum Schluss machen. So, noch irgendwas Wichtiges, was wir eventuell noch gebrauchen könnten zum jetzigen Zeitpunkt? Nee, erstmal nicht, Leute. Erstmal nicht. So, dann gehen wir doch den Spaß erstmal kaufen. So, schon ist unser Budget wieder ein bisschen geschmälert. Auch hier steht alles rum. Ah, das sieht aber gar nicht so schlecht aus hier. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir dann da überhaupt drankommen. Ach du lieber Gott. Naja, wir nehmen erstmal den Grubber mit. Das ist erstmal das Wichtigste. Das brauchen wir jetzt erstmal, um das Ganze hier vorzubereiten. Ach, Herr Jemine. So, was zum Aktivieren? Oh, können wir hier die Straße ein bisschen grubbern. Okay. Ich würde sagen, Leute, ich fahre mal hoch zum Feld und dann starten wir damit direkt mal rein, ey. So, Leute, jetzt bin ich aber ultra gespannt. Aber ich muss eins sagen, was mich echt nervt, ist diese Kameraperspektive. Die ist echt eine Katastrophe. Aber gut, Leute, egal. No matter what. Wir gehen jetzt mal rein hier mit dem Grubber. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, auf geht's. Einmal durch hier. Oh, ja, oh, ja. Gehen wir hier einfach ein bisschen zurück, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Sieht man da überhaupt eine Bodenveränderung? Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute, gell? Oh doch, ja. Doch, 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 doch. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Geh mal ganz kurz hier. Guck mal, man kann jetzt auch tatsächlich seit neuestem, kann man auch in eine Ego-Perspektive wechseln. Also, ja, das ist auf jeden Fall nice. Das ist auf jeden Fall nice. Es geht. Also, es passt. So, dann wieder rein hier in das gute Stübchen. Dann legen wir mal hier direkt weiter. Machen das Feld hier schon mal direkt fertig. Leute, das ist ja genial. Also, ich habe ja jetzt schon Bock, ne? Ich habe jetzt ja schon ultra Bock. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann nachher mit dem Harvester läuft und allem drum und dran. Das kann ja nur richtig lustig und geil werden. Also, Leute, das wird abgefahren. Das wird richtig, richtig abgefahren werden, ey. Alter Schwede, ey. Geiler Quatsch hier. Nur die Fahrphysik, die ist echt noch. Ah! Ah! Das Ding, das springt da rum, als ob das, keine Ahnung, Ballonreifen hätte. Und, nee, 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 nee. Aber Leute, das läuft hier. Das läuft. Guck doch mal, wie schön. Also, ich finde es auch gut, dass man, dass die Textur sich auf jeden Fall ändert. Oh! Oh! Okay, ich muss kurz Sprit holen gehen. So, mal schnell voll tanken, Leute. Oh, der Regen hat auch gerade in diesem Augenblick aufgehört. Wir müssen auf jeden Fall neuen Sprit holen. Das ist der letzte Rest, den ich hier habe. Und dann ist hier Ende. Das heißt, die Maschinen, die müssen natürlich dann wieder betankt werden. Also schmeißen wir den erstmal hier wieder drin. Und dann machen wir das Feld hier erstmal noch weiter, Leute. Also, ja. Es ist nice, Leute. Es ist irgendwie geil. Oh, da ging gar nicht das. Oh. Da müssen wir mal gucken hier. Ist da, dass wir das hier wieder füllen. So viel ist da ja gar nicht reingegangen. Tatsächlich. Ach, herrlich, Leute. Herrlich. Was ich auch gut finde, tatsächlich, ist, dass man da nicht jetzt hier mit 20 oder 25 km/h drüber brettern kann. Nee, im Gegenteil. Es ist gut angepasst. Also. 6 km/h, ich glaube, das ist ganz akzeptabel. Ja, Leute, es ist wunderbar. Guckt euch das nochmal an. Ah, das läuft doch, Leute. Es läuft doch wieder wie geschnitten Brot. Herrlich. Eieiei. Das Ding, das eiert aber auch da rum, ne? Das ist echt furchtbar. Wo war denn jetzt hier der Streifen? Ich glaube hier. Ja, mit der Perspektive ist es wirklich schwer zu sehen, Leute. Das ist wirklich schwer zu sehen. Also. Ich glaube, ich muss den mal auf Discord nochmal schreiben hier, dass die da nochmal was irgendwie an der Kameraperspektive ändern müssen oder sollen.
Weil das ist ja nichts, Leute. Das ist ja nichts. Ich sehe ja gerade gar nicht, wo hier noch was fehlt. Naja, however, auf jeden Fall, Leute, das Feld ist schon mal gegrubbert. Das ist schon mal fertig. Das ist auf jeden Fall geil. So, dann bringe ich das Teil mal zurück, fahr mal tanken und dann hole ich mal noch die Seemaschine. Konflikt, Leute. Ich habe natürlich gedacht, das wäre hier richtig geil, wenn man hier so eine Scheune hätte, um sein Zeug reinzufahren, aber passt gar nicht rein. Es passt einfach gar nicht rein. Also, ja, dann werde ich da wohl noch eine alternative Scheune neben dran bauen müssen, wo die Geräte reinkommen, ohne Tür. Weil das ist ja sonst nichts, ey. Das ist ja, oh, Mann, schade. Also Leute, ich muss eins sagen, ne? Das ist wirklich unbelievable. Das ist unfahrbar. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Was ist das bitte? Was passiert da? Alter, das ist eine Katastrophe. So, Leute. Ich hab's dann irgendwie hierher geschafft. Und ich habe erstmal hier ein bisschen Weizen reingeladen. Und jetzt heißt es tatsächlich, wir testen das Ding hier einmal aus. Hier, auf geht's. Rein da. Oh ja. Oh ja. Oh, 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 oh. Also das Fahren ist echt schwierig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber Leute, ich habe trotzdem Bock. Das ist so geil. Oh. Ich würde gerne die Kamera ein bisschen ändern. Das, oh Mann. Warum haben die das geändert? Das ist echt schade. Egal. Egal, egal. Auf geht's. Boah, man sieht nichts. Ich sehe gar nicht, wo ich langfahre, ey. Und aus der Innenansicht ist das, glaube ich, auch nicht gut. Ich guck mal. Naja, okay, wir sehen zwar sowas. Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ah, wir können aber nicht nach hinten gucken. Habe ich das jetzt runtergemacht oder nicht? Ja. So, dann fahren wir mal so. Mal, passt es? Voilà. Da habe ich schon mal kurz das Gerät ausgeschaltet hier. Und da geht auf jeden Fall gut Saatgut weg. Schon ein Viertel weg, ey. Alter Schwede, ey. Die Frage, reicht das überhaupt? Naja, wir machen mal. Das reicht doch never ever. Egal. Die Frage, die sich ja nachher auch stellt, ist, was können wir eigentlich mit dem Weizen anfangen? Können wir das einfach nur so verkaufen oder... Können wir das vielleicht auch nehmen, um unsere Tiere zu füttern oder so? Das muss ich auf jeden Fall noch rausfinden, Leute. Auf jeden Fall sieht man, dass da unten sich was tut. Und da was gepflanzt wird. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was wir damit nachher machen können und wie das vor allen Dingen nachher aussieht. Also, ja, ich bin gespannt, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Also, das kann bestimmt gut werden. Das muss gut werden. Vielleicht haben wir Glück und es reicht ja doch. Die Bahnen werden ja immer kleiner und kürzer. Ah, Leute. Nice, nice, nice. Leute, seht ihr, da tut sich sogar schon was. Was ist denn da los, ey? Das geht aber ratzfatz hier. Ja, da bin ich mal echt gespannt, wie das dann schon am nächsten Tag aussieht, wenn da schon die ersten kleinen Sprösslinge kommen. Wir haben es doch noch nicht mal gedüngt, ne? Muss ja noch Dünger drauf, damit das Ganze hier ein bisschen schneller wächst sogar. Und vielleicht auch der Ertrag damit verbessert wird. Oh, Leute, das ist ja... Das ist ja geil, ey. Das macht Laune. Das Fahren vielleicht nicht, aber mit der Hoffnung, dass hier was Gutes entsteht, das macht Laune. Das macht Bock. So, das kleine bisschen hier noch. So, haben wir alles? Ich glaube ja. Oh, Leute, geil. Da haben wir jetzt schon hier unser erstes Feld gegrubbert und bestellt.
Das ist doch Hammer. Das ist richtig geil, Leute. Das freut mich. So, Tag 44, Freunde. Bedenkt, ich wäre hier nicht tätig gewesen. Im Gegenteil, ich habe hier unsere ganzen Würstchen aufgehängt. Ich habe alles vorbereitet, also das heißt vorbereitet, ich habe alles verarbeitet, was wir noch an Wein da hatten und habe das alles aufgehängt. Habe zum anderen hier eine Menge Ziegenkäse, Blauschimmelkäse und Weißschimmelkäse hergestellt. Also Kühe und einmal Ziegen. Und heute gehen wir mal gucken, wie es denn auf unserem Feld aussieht. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob sich da jetzt schon was getan hat. Ich bin wirklich... Ja, wir gucken mal. Aber vorher fahren wir noch mal ganz kurz am Gewächshaus vorbei. Und gucken mal ganz kurz hier im Gewächshaus vorbei, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, Dünger ist noch da. Jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt eigentlich schon... Nee, wir können das noch kein Pflanzenschutzmittel drauf machen. Okay. Dann vielleicht... später. Oder danach. Oder vielleicht, wenn wir es geerntet haben. Ich weiß es gar nicht, wie das hier ist. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. So, einmal kurz die Sprinkler alle angemacht. Ich glaube, die machen das jetzt selbst, ne? Ja. Ah ja. Aber wieder zu hier. Zack. Und dann fahren wir mal rüber. Und gucken uns mal das Feldchen an. Hey, was ist denn hier los? Falsche Richtung, Kollege. So, oh. Ich sehe schon, Leute. Da hat sich auf jeden Fall was getan. Ach, guckt doch mal an. Guckt euch das doch mal an. Sekunde. Herrlich, oder? Leute. Das ist doch einsame Spitze. Ah, die ersten Sprösslinge hier in Reihe und Glied. Oh, da fehlt ein bisschen was hier. Ach, not so bad. War ja auch nicht so ganz so einfach zu sehen, ne? Muss man ja dazu sagen. Okay. Dann heißt es jetzt, wir müssen einmal noch zum Händler fahren und unseren Düngerstreuer holen. Und dann haben wir mal noch eine Runde Dünger hier drauf, ne? Auf geht's! So, dann heißt es jetzt einmal düngen, Freunde. Und das heißt, wir können hier das Ding hier einmal ausfahren sogar. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Ist die Frage, beginnt es automatisch oder... Ah ja, okay. Nice. Ah, schade, man sieht natürlich jetzt nicht wirklich was rausspritzen. Aber, Leute, es ist geil. Es ist irgendwie geil. Freunde, herrlich. Thank you.
das hat auch gereicht. Also für das Feld brauchen wir, by the way, so 35 Liter. Und dann passt das. Mega. Leute, das ist echt geilomat. Jetzt heißt es natürlich warten. Ne? Hier müssen wir ein bisschen warten. Und jetzt können wir uns dann mal erstmal mit anderen Dingen beschäftigen. Zum einen vielleicht dann tatsächlich da hinten noch so einen kleinen Unterstand zu bauen, wo ich dann die Maschinen drunter stellen kann. Ich glaube, das wäre ganz, ganz sinnvoll. Weil so gefällt mir das nicht, wenn die da so, so einfach so draußen rumstehen. Uiuiui. Das sieht natürlich dann ein bisschen blöd aus, ne? Dann würde ich einfach sagen, bauen wir hier nochmal so ein sowas dran oder. Oder ich stell. Nee, ich stell da nochmal eine eigene Hütte dran. Umdrehen. Hui! Ich weiß auch nicht, warum der auf einmal falsch rumgestanden hat jetzt. Naja. Wie auch immer, Freunde, wie auch immer. Dann heißt es jetzt, komm, wir planen hier. Das sind ja nicht viele, es sind ja nur diese 1, 2, 3, 4 plus den Anhänger. Wobei mit dem Anhänger können wir wahrscheinlich auch hier reinfahren. Wir warten erstmal mit dem Bau, bis der Harvester da ist. Also die Erntemaschine. Ob die überhaupt hier reinpasst. Weil wenn die auch nicht da reinpasst, dann können wir auch gleich das hier nutzen, um irgendwie vielleicht da unsere Produktionsstätte reinzubasteln. Genau. Dann würde ich sagen, wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach runter und holen, wir laufen einfach runter und holen direkt schon mal die Erntemaschine. Und gucken dann mal, ob die da reinpasst. So, rein hier in das Geschäft des Händlers für Fahrzeuge. Und dann gucken wir doch mal hier. Der Harvester, die Erntemaschine. So, die kaufen wir jetzt natürlich mal direkt. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, wie das Teil im Handling ist. Und, oh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so groß, dass es nicht durch das Tor passen wird. Ja, also kaufe die entsprechenden Vorsatzgeräte für die Ernteausrüstung im Baumarkt, um bestimmte Feldfrüchte zu ernten. Entlade die Feldfrüchte in den Getreideanhänger, um sie zu verkaufen oder einem Getreidespeicher mit Futter für deine Nutztiere zu füllen. Ah, okay. Das heißt, dann müssten wir theoretisch das gar nicht mehr kaufen. Oh, ja, ja. Der fährt ja genauso. Nur der fährt einfach noch langsamer. 12 km/h, 13. Oh ja. Der ist richtig flott unterwegs. So, ich will hier auch noch ein bisschen andere Farbe. Wir machen das hier auch wieder so. Jo. Ah ja. Auf geht's. Ausrichtung des Rohrs. Sieht aus wie so ein Abflussrohr. So ein Fallrohr an der Hauswand. Okay, ich fahre mal runter und hol mal unser Gerät, Leute. Und dann fahren wir das gute Teil mal zurück. Das muss. Oh. Wir müssen erstmal die Tankstelle. Das muss erstmal tanken. Das stehen wir hier gleich und kommen gar nicht mehr irgendwo hin. Schnell zur Tankstelle. Tag 45 und ja, unsere Träubchen sind gut am Wachsen. Das läuft auf jeden Fall. Das erfreut mich sehr. Das ist mega cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da letztendlich alles rausbekommen. Und Leute, ich sag euch jetzt schon mal, ich habe ein Vorhaben. Und zwar, bis auf den Ölverkauf will ich alles, was wir hier uns erarbeiten, das will ich am Ende verkaufen. Also ich werde versuchen,
nicht vorher irgendwie zum Händler zu fahren oder zum Burgershop und alles zu verkaufen. Ich will zum Schluss dieses mega brutale Highlight wieder haben. Und ihr sollt dann auf jeden Fall auch mir dann später in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel es nachher sein wird. Also, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Und hier läuft es auf jeden Fall auch. Also, ja, Leute, das ist doch schön. Das ist doch wunderprächtig. Also, mir gefällt es. Das ist echt sehr, sehr nice. Ja, Geil-O-Mat. Dann müssen wir nur noch da vorne die beiden Felder fertig machen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich würde gerne erstmal gucken, ob das hier alles so funktioniert. So, dann können wir uns mal ganz kurz hinten aufmachen. Und ich habe ja gesagt, ich will dann da so eine Produktionsstätte. Ja, wir werden auf jeden Fall in dem einen Häuschen da hinten unsere kleine Produktionsstätte machen. Und ich werde demnach dann einfach hier nebendran dann unsere kleine, noch so eine Scheune bauen. Also hier, ich werde die einfach hier nebendran setzen. Ja, ich werde es jetzt hier einfach hier nebendran. Da haben wir nämlich nach hinten noch Platz, wo wir dann theoretisch gesehen noch die große Pferdekoppel dann hinsetzen können. Ja, so ist der Plan, Leute. Das heißt natürlich jetzt, ich hack mal ganz kurz hier die Bäume weg und dann machen wir uns einmal ran an das Setzen unserer neuen Scheune. Tag 46 und ihr seht es schon, ich habe uns mal einen größeren Anhänger besorgt und ich habe mal ein bisschen Holz gekauft, denn ja, unsere Scheune, die braucht anscheinend ein bisschen mehr Holz, als ich gedacht habe. Und ich dachte, komm, da sorge ich doch mal lieber vor und besorge mal gleich ein paar Stapel mehr. Ja. Es sind dann jetzt letztendlich 96 geworden. Ach, was erzähle ich da? 72, Entschuldigung. Es sind 72 Stapel Holz geworden. Also, ja, eine gute Menge auf jeden Fall, die wir, glaube ich, jetzt hier auch gut gebrauchen können. Aber, ja, Leute, es läuft. Leute, es läuft. Und der Hänger, der ist auf jeden Fall beachtlich. Also, der kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Und ich habe ja die Nacht dann schon mal hier ein bisschen weiter gemacht und habe schon das Holz, was wir noch im Vorrat hatten da hinten und was ich hier abgeholzt hatte, das habe ich schon mal alles verbaut und ihr seht es, es fehlt auf jeden Fall noch an weiterem Holz. Und ich habe ja auch versucht, hier irgendwie den Giebel hier ein bisschen anders zu gestalten, aber ich glaube tatsächlich, Leute, das gibt nichts. Das wird keiner. Ich glaube, es wird letztendlich so weit so offen bleiben, wie es ist. Ich werde es mal zwischendrin nochmal probieren, ob man da noch irgendwie was anderes gestalten kann, weil ich hätte das schon gerne hier oben eigentlich noch zugehabt. Aber gut, ich meine, wenn es jetzt nachher nicht so ist, dann ist es halt so, ne? So geht es auf jeden Fall auch. Und wir starten jetzt mal direkt hier rein und machen mal das kleine Bäumchen fertig.
Leute. Ha, da ist das gute Teil hier schon mal fertig, ey. Geilomat, also. Das läuft. Können wir doch mal die Maschinen hier direkt reinfahren und gucken, ob das Ganze hier so läuft. Denn, warum ich natürlich auch vorne und hinten eine Öffnung gemacht habe, einfach damit man halt auch reinfahren kann und hinten wieder raus, weil ich glaube, dass sonst ziemlich problematisch sein wird mit der ganzen Fahrerei. Denn hier so mit dem Dingern hier rückwärts fahren, oh, ich weiß es nicht, das ist schon so Krampf. Da dachte ich mir, ach, da fahre ich lieber einfach so rein und fertig aus. Wisst ihr, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, einfach so schön da rein und dann fertig. Zack. Und dann stellt man sich hier so an die Seite. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, entspannter, Freunde. Das ist auf jeden Fall entspannter. So, da haben wir auf jeden Fall auch noch eine gute Menge an Holz übrig. So, ganz kurz den mal auch noch hier rinfahren. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch eine gute Menge an Holz übrig. Dann kann ich definitiv vorne mal die Zäune noch soweit fertigstellen. Ah, guck da, wie schön der hier reinpasst jetzt. Ach, herrlich. Einfach herrlich, Leute. So muss das sein. Ah, viel besser. Dann machen wir noch ein bisschen Beleuchtung rein und dann passt es soweit. Ja, das freut mich. Das ist definitiv so viel, viel besser. Jetzt muss ich mal gucken, ob es da nicht auch noch irgendwie was gibt, damit man dem Ganzen hier ein bisschen Farbe verleihen kann. Weil das sieht so... Ach, das sieht so... So leer aus irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, ich muss mal gucken, weil da was deichseln kann. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf und mache mich mal noch ein bisschen an die Zäune. Und guck mal, was ich dann noch so den Rest vom Tag mache. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall an Tag 47 wieder. So, Tag 47, Freunde. Und ich war noch eine Runde shoppen gewesen. Ich habe mal noch ein paar Heizer geholt, um unsere Käseproduktion noch ein bisschen voranzutreiben. Des Weiteren habe ich hier noch einmal einen Fleischwolf hier rechts und nochmal eine Wurstspritze geholt und ein Ovoskop. Ich dachte als erstes so, hey, warum habe ich das denn nicht schon vorher gesehen? Damit kann man nämlich gucken, ob nachher tatsächlich das Ei befruchtet ist oder nicht. So, jetzt habe ich aber noch eine Idee gehabt. Und zwar, dadurch, dass ja hier eigentlich eine gute Küche ist, dachte ich mir, wir ziehen oder lassen nur die Fleischproduktion umziehen und werden die Käseproduktion hierhin verlagern. Denn, also was heißt verlagern, aber die Käseproduktion hier lassen, damit wir hier die ganzen Halter dafür nehmen können und nicht nochmal neue bauen müssen. So habe ich mir das zumindest jetzt mal gedacht. Des Weiteren habe ich noch ein Schwein geschlachtet, beziehungsweise schlachten müssen. Das ist uns leider verstorben. Ja, passiert leider. War hier draußen, war ein männliches. Also ja, es war auch schon kugelrund. Also da war auch nichts mehr zu machen. Also Leute, da war nichts mehr zu machen. Ja, ich glaube, die Käseproduktion hier drinnen, das wird ganz gut. Wobei, wir können dann später mal gucken, je nachdem, wie viele... Also ich werde mal so ein Käseteil mal bauen, um einfach zu gucken, wie viele Käse wir da nachher letztendlich da drin platzieren können. Denn wenn wir natürlich da auch 6 Käse drin platzieren können, dann ziehen wir natürlich komplett auch mit der Käseproduktion um. Was natürlich ein bisschen blöd ist oder ein bisschen schade, ist, dass bei der Wurstproduktion hier in diese Schränke halt immer nur 6 passen und halt nicht wie hier an so ein Schränkchen. Da passen halt einfach mal sagenhafte 9 rein. Ne? Des Weiteren habe ich noch was ausprobiert. Ich habe mal eine Ziege geschlachtet und habe gedacht, vielleicht kann man auch damit irgendwie Wurst produzieren, aber es geht nicht. Hat dann nur reines Ziegenfleisch. Das werden wir auf jeden Fall später dann auch verkaufen. Jetzt haben wir hier aktuell schon, Leute, einfach 3 komplette Boxen voll und in einer sind schon 4 drin. Also das ist brutal. Und hier jede Menge Käse. Da muss ich auch mal gucken, dass ich den dann irgendwie mal platziere. Vielleicht lege ich die alle dann nachher hier mal hin. Damit wir hier schon mal einen riesen Haufen an Käse haben. Das mache ich auf jeden Fall dann abends. Was wir jetzt machen, ist,
wir, und ich glaube, es ist soweit, Leute. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist soweit. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch beim Regen geht. Denn ich glaube, dass unser Getreide schon ready ist. Und ich habe hier mal noch ordentlich Licht reingepackt. Und auch außen, sowohl hinten als auch vorne, habe ich ein bisschen Licht hingepackt. Damit hier auf jeden Fall gut was zu sehen ist, Freunde. Aber jetzt habe ich erstmal Bock, eine Runde dreschen zu gehen. Wenn das denn so... Oh, nee, das machen wir so nicht. Wenn das denn funktioniert. Schauen wir mal. Denn ich habe nämlich gesehen, oder es sah zumindest so danach aus, dass der, dass unser Weizen, dass unser Weizen schon bereit ist zur Ernte. Und ihr seht auch hier schon die Schweine, die sind alle kugelrund. Also, boah. Des Weiteren habe ich noch hier den Zaun fertiggestellt. Zumindest mal das, was wir vorbereitet hatten. Und ja. Jetzt gehen wir mal hier, guckt euch mal das Maisfeld an, das Weizenfeld an. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier schon bereit ist oder nicht. Weil, ja, es ist ein bisschen schwer zu erkennen. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, ob es schon funktioniert oder ob wir zu früh sind. Mal checken. Wow. Schalten mal an, mal gucken. Also, er drischt, geht was rein. Oh ja, es geht was rein, Leute. Es geht was rein. Also, Attacke, Abfahrt. Achso, wir müssen erst anschalten. Entschuldigung. Ja, voll absurd. Die Maschine war aus, aber vorne das Schneidwerk hat sich gedreht. Okay. Also, die Haspel. So, dann Attacke, Leute. Oh, geil. Und immer natürlich schön dran denken, am Ende immer ausheben. Boah, ey. Wenn der hier nicht so einen krassen Anzug hätte, ne? Wuhu! Also, auch das funktioniert, Freunde. Wir können hier auf jeden Fall farmen. Läuft. Also Landwirtschaft läuft, Leute. Wenn die jetzt noch hier ein bisschen ich glaube, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die, dass diese Fahrphysik hier einfach irgendwie ein bisschen eine Katastrophe ist? Ich weiß es gar nicht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich es schon mal erwähnt habe oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Ja, auf jeden Fall, Leute, geil. Geil. Das ist natürlich richtig interessant hier. Das heißt, wir können auf jeden Fall die ganzen anderen Felder dementsprechend dann auch einmal fertig machen. Nice. Geilomat, Alter. Das ist fresh. Das ist mega fresh, Leute. Das gefällt mir. So, dann fahren wir mal hier noch rum. Ja, wir machen das Feld jetzt mal schön. Boah. Mal schön hier fertig. Das ist ein Bouncer, Leute. Gar kein richtiger Drescher. Das ist ein Bouncer. So, die letzte und Chaga. Boah, Freunde, cool, ey. Was haben wir denn jetzt hier drin in der Luke? Hallo, ich würde es gerne mal sehen. Ey, es wird mir nicht angezeigt. Das müssen wir erst ausmachen. Oh, zeigt er mir nicht. Hat keine Bock. Aber es ist auf jeden Fall fast voll und da passen 250 Liter rein. Also ist relativ voll. Geilomat, Leute. Das heißt, wir können das dann auf jeden Fall schon mal dann sozusagen in unser Silo bringen. Aber wenn ich überlege, ne, in das Silo, da passen ja 200 rein. Das hält maximal 2 Tage. Dann ist das leer. Boah. Ja, dann heißt es auf jeden Fall top. Wir müssen auf jeden Fall dementsprechend dann die Felder ordentlich bei Laune halten. So, ich stelle den mal hier ab. Jetzt bestimmt, ja, ist schon wieder leer. Erstmal wieder voll machen hier. So. Muss auch jedes Mal 200 Dollar. Ach, guck mal, die... Ja, die Ziegen, Leute, die Ziegen, die sind noch fast schlimmer als die Schweine. Die vermehren sich wie die Karnickel. Das ist eine Katastrophe. Also, ich sehe das schon, Leute. Es ist,
Jetzt haben wir die Schweine getrennt. Jetzt gibt's hier bald eine Pandemie aus Ziegen. Alter Falter. Boah. Und die scheißen alles voll. Katastrophe. Bodenlose Katastrophe. So Leute, Tag 48 und ja, ich habe schon mal den Raum hier zur Produktion vorbereitet. Hab jetzt hier dann noch eine zweite Wurstspritze und einen zweiten Fleischwolf besorgt. Hab hier mal ein paar Tische hingestellt und auch dementsprechend schon dann unsere Reifekammern. Die können wir eigentlich schon mal alle öffnen, damit das hier auch dann losgehen kann. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir dann zulassen, wenn wir hier was reinmachen wollen. Des Weiteren habe ich hier noch eine Käse. Ah, okay, da sehe ich schon, da passen halt nur 4 Stück rein. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Was wir jetzt mal natürlich ausprobieren könnten, wäre, könnten wir da einen oben drauf setzen? Nee, natürlich, oder? Ah, da hat er mal... Oh, doch. Ich glaube, das ist möglich, Freunde. Muss kurz was gucken. Wenn der jetzt so da... Wenn der jetzt so da drauf sitzt, dann wäre ich damit vollkommen zufrieden, ne? Dann fände ich das schon richtig cool. Ja. Ich glaube, damit kann ich leben, Leute. Damit kann ich leben. Weil dann kann auf jeden Fall die Käseproduktion auch hier rüber ziehen. Ja, doch, ich glaube, so kann ich damit leben. Das ist auf jeden Fall absolut eine Möglichkeit. Das geht. Ja, das geht. Können wir hier noch einen hinstellen? Ich glaube, das sollte auch funktionieren. Ich stelle das mal ganz kurz hier rüber. Gucken wir mal, ob das passt. Dann muss ich nur noch ein bisschen was von dem guten Metall besorgen. Und Leute, das heißt auch zum anderen, ich muss unbedingt definitiv und zwar ziemlich schnell mal ein bisschen Öl verkaufen gehen. Denn aktuell unser Konto oben rechts $1706 nur noch. Es wird eng. Es wird eng. Ja, das alles hier, das hat mittlerweile ziemlich viel Geld gekostet. Also, lecko mio, ey. Das geht ganz schön ins Budget. Aber ich bin ja mehr als guter Dinge, dass wir am Ende einen richtig großen Batzen an Kohle bekommen werden, ne? Also, so, jetzt hätten wir 1, 2, 3, 7 Stück. 7 mal 4, das heißt 28 Plätze. Ich glaube, das ist mehr als ausreichend, Leute. Wenn wir jetzt dann hier unsere 5 Brenner hinstellen, dann sollte das doch passen, ey. Dann sollte das definitiv passen. So, hier sind noch... So, jetzt brauche ich dann noch 12 und 4 mal 18. Also dann nochmal 72 und 12, 84. Okay, 84. Das heißt nochmal 2 Pakete, da gehen nochmal 1000 da drauf. Und da brauchen wir noch ein bisschen Holz wahrscheinlich, weil wir müssen dann ja auch noch ein paar Tische stellen. Oh, 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 Leute, ich sage euch, es wird langsam au. Es wird bald eng. Ja, es wird bald katastrophal. Aber wir gehen jetzt erstmal gleich noch eine Runde Öl verkaufen. Dann stellen wir die Produktion hier ordentlich mal auf und lassen das Ganze dann schon mal heranreifen. So. Ne, den mache ich da nicht mehr hin. Das sieht kacke aus. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall auch mal ziemlich schnell noch um die Felder kümmern. Denn die müssen dann auf jeden Fall auch loslegen. Weil das muss weitergehen. Ah, das passt hier nicht so ganz. Ah ja, dann steht er halt so ein bisschen vorne. Das ist auch okay. So. Ne, den stellen wir nicht mehr. Okay, das sollte ja reichen. Wenn wir da pro Teil 2, guck mal, da können wir 4, 6, 8 Brenner draufstellen. Boah, das ist schon eine Menge, Alter. Okay, Leute, dann machen wir das so. Ich würde sagen, ich gehe mal noch ein bisschen shoppen, mache das hier mal fertig. Und dann werden wir auf jeden Fall an Tag 49 mal hier die ganzen Gerätschaften anschmeißen und unsere ganzen Lager einmal füllen, würde ich sagen. Und an Tag 9 und an Tag 50 müssen wir uns auf jeden Fall um die Felder kümmern. Also das ist auf jeden Fall mal der Plan für die nächsten beiden Tage. Ach, und ganz kurz noch, bevor jetzt der ein oder andere sich vielleicht auch fragt, warum macht er denn die Tische alle in die Ecke und so weit weg auseinander? Macht die doch hier in die Mitte. Nee, Leute. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich die hier außen hinstelle und das alles hierhin platziere,
und auch dahin platziere, dann kann ich später einfach mit dem Fahrzeug, mit dem Hänger hier reinfahren und dann alles einmal schön ausladen, beziehungsweise einladen und muss nicht jedes Mal hier rausrennen. Also so war zumindest mein Gedanke und halt dementsprechend dann auch gleich, wenn ich das Ganze hier einmal fertig mache, dann fahre ich hier rein, lade das einmal alles aus, dann ist das Ding im Sack. Leute, by the way, wir brauchen uns erstmal keine Gedanken um die Kohle machen. Wir haben hier tatsächlich noch 246 Liter am Start. Zum einen, zum anderen habe ich hier schon mal voll gemacht. Also, ja, also an der Ölstation läuft es. Jetzt fahre ich mal noch rüber bei der anderen und guck mal, wie es da aussieht. Also, Leute, auch bei der Ölpumpe an der Ölstation sieht es genauso aus. Wir haben hier noch 242 Liter am Start und ich habe die Fässer auch schon voll gemacht. Also, ja, wir brauchen uns erstmal um Kohle demnach keine Gedanken machen. Da liegen aktuell noch knapp 5000 Euro, Dollar. Also, in dem Sinne, alles easy going. Tag 51 und ihr glaubt nicht, was hier los ist. Ja, da uns sterben aktuell die ganzen Schweine weg. Ich glaube, die sind alle mittlerweile zu alt. Also hier ist auf jeden Fall was los und da drüben im Stall, Leute, da sieht's aus. Und Leute, unsere Elsa war mittlerweile auch zu alt. Aber hier ist alles voller Schweinefleisch. Ich habe ja natürlich, ich habe alles gehäutet, ne? Hier sieht's aus wie bei Hempels. Alter Schwede. Ah nee, Quatsch, Elsa ist ja noch da. Oh, ich habe schon gedacht. Nee, doch, da. Da ist Elsa. Hier ist Elsa. Oh. Oh, doch nicht Elsa. Und Hannelore ist auch noch da. Gut. Ich habe schon gedacht, irgendwie habe ich mich dann verguckt. Auf jeden Fall, Leute, hier ist einiges passiert. Und ihr habt es auch gesehen. Die Schweine, ach, die Fleischproduktion und die Käseproduktion, die lief. Die Felder auch. Und aber Leute, ich sag euch eins.
Das war jetzt das letzte Mal, dass ich hier ein Feld bestelle mit diesem Traktor und dieser Fahrdynamik, dieser Physik. Das ist eine Katastrophe. Also seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt dann, wenn das jetzt dann das letzte Mal war. Es tut mir wirklich leid, aber das ist tatsächlich einfach unfahrbar. Das ist eine bodenlose Katastrophe. Zum einen, zum anderen muss ich sagen, das eine, das kleine Feld, das ist auch ein Mischmaschfeld, weil man konnte hier, ich kann jetzt hier Linksklick drücken, wie hier steht, auch gedrückt halten, aber ich kann das, was dort drin ist, nicht entleeren. Ich weiß jetzt nicht, ob das, woran das liegt, aber es geht nicht zu entleeren. Also deswegen ist das letzte Feld halt so ein Mischmaschfeld, da ist jetzt noch ein bisschen Weizen drauf, da ist ein bisschen Mais drauf und da ist ein bisschen Sonnenblumen drauf. Also, aber die anderen beiden Felder habt ihr ja gesehen. Da ist jetzt auf jeden Fall Korn drauf. Ey Gott, ihr habt glaube ich nur das eine Feld gesehen, richtig. Auf dem einen Feld ist jetzt halt Mais drauf und auf dem anderen sind Sonnenblumen drauf. Und jetzt heißt es erstmal wieder Oh, hier sind auch ein paar Ziegen gestorben, die waren anscheinend auch zu alt. Ach du lieber Gott, Leute, ey. Das ist ja brutal. Was ist denn hier gerade los? Also, am Futter hat es nicht gelegen. Das kann ich euch sagen. Da war auf jeden Fall genug am Start. Definitiv. Ja, das heißt jetzt, ich muss erstmal definitiv eine Menge Kühlboxen besorgen. Denn das wird jetzt erstmal eine richtig spaßige Geschichte. Also, ja. Super, super toll. Zum Glück habe ich noch eine Kiste, wo noch Ziegenfleisch drin war. Die können wir schon mal nehmen. Käse, Leute, läuft. Da ist auf jeden Fall am Start. Wurst läuft, wächst und gedeiht. Hier sind noch zwei Kisten. Da sind noch ein bisschen was drin. Ansonsten ist hier alles voll, was fertig ist. Und das hier ist auch schon alles fertig. Leute, und wir haben gerade mal Tag 51. Und wenn ihr jetzt seht, was da alles noch an Fleisch rumliegt, alter Vergewalter. Das wird heftig. Also, Leute, ich glaube, das wird ein Verkauf. Den hat es so noch nicht gegeben. Das wird unmenschlich. Das wird richtig, richtig unmenschlich. Also, wuhu. Heidi Witzka. Das wird krass. Oh, da ist sogar ein Lämmchen gestorben. Oh Mann, ey. I'm so sorry. Ja, jetzt muss ich noch eine Kühlbox holen. Oh Gott. Ja, also Kühlboxen haben wir auf jeden Fall keine mehr. Zumindest keine freien. Das heißt, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal Kühlboxen holen gehen. Und da werde ich hier erstmal alles einverfrachten. Leute, Tag 52. Und ich kann eins schon mal vorweg sagen. Es wird jetzt kriminell, Leute. Guckt euch bitte an, wie viele verdammte Boxen wir an Fleisch haben. Und wirklich, die sind alle randvoll. Leute, das ist brutal. Hier stehen einfach 16 volle Boxen Fleisch. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles verarbeiten soll. Aber das... Oh mein Gott, ey. Wie soll das funktionieren? Das wird ja krank. Oh mein Gott, ey. Und jetzt überlegt mal, die sind auch schon alle gefüllt. Hier ist auch schon alles voll mit Fleisch. Und das sind schon 9 Boxen. Plus nochmal 2 mit Ziegenfleisch. Und wir haben hier noch Käse. Und wir haben drüben noch Käse. Und es wird noch weiteren Käse geben. Heidi Witzka. Leute, Heidi Witzka, gemoin. Kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall absurd und krank. Das wird richtig, Leute. Das, ich weiß gar nicht. Das wird heftig. Das wird einfach nur heftig. Ja, ich habe alles aufgesammelt und ich bin sogar zweimal gefahren, weil ich dachte so, oh ja, 10 Boxen werden reichen. Da habe ich mich ins eigene Fleisch geschnitten, aber doppelt und dreifach. Ja, das war auf jeden Fall nichts. So, ich muss jetzt mal ganz kurz rübergehen. Ich muss absolut mal nach den Pflanzen gucken. Ich glaube, die sind mittlerweile schon ciao. Weil, die sind zumindest mal reif, aber oh, es wird alles kaputt gehen. Ja moin, super. Super, 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 super. Ah nee, es wird nicht alles kaputt gehen, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal prima. So, weil Trauben haben wir dann ja auch jede Menge, Leute. Alter Falter, ey.
Leute, ich kann euch jetzt schon mal eins sagen, ne? Das wird der Verkaufstag des Jahres. Das wird heftig. Das wird das Heftigste überhaupt. So, ich muss jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar Boxen holen und dann den Rest hier mal noch füllen. Also, wuhu! Alter, Bede, Leute, das wird crazy. Das wird crazy. So, by the way, den fahren wir mal ganz kurz zur Seite. Der stört mich nämlich hier so ein bisschen. Wobei, den können wir ja eigentlich auch mal zurückfahren in seinen Stall. Ja, oh, hier. Unten beim Händler steht immer. In seinen Stall, sage ich, in die Scheune. Unten beim Händler steht immer noch. Jo. Der Ernteanhänger. Den muss ich auch mal noch holen. Also, ja. Wenn da nicht diese ganzen Schweine wären, ne? Und diese ganzen Rinder, die gemeint haben, die müssen da jetzt irgendwie den Abflug machen. Also. Oh, eieieiei. Leute, es wird ein Späßchen, ja? Es wird ein Späßchen. Den Ernte haben wir auch noch nicht ausgeleert. Da sind auch noch 240 Liter Getreide drin. Also, boah. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber, ja. Aber ja, genau. Da sagt ihr auch was. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch so, ob er sich da jetzt vielleicht ein bisschen übernommen hat. Och, vielleicht. Aber ich würde sagen, nur ganz leicht. So, jetzt haben wir schon wieder keine Boxen mehr. Alter, wir brauchen noch Kühlboxen. Es führt kein Weg dran vorbei. Also, ich werde jetzt nochmal zum Händler fahren und werde jetzt nochmal eine Schar Kühlboxen holen. Und dann, ja. Dann mache ich mich mal so ans Fleisch. Und, ja, guck mal, ob ich vielleicht noch irgendwie was anderes dazwischen geschoben bekomme. Aber ja, ich mache mich mal auf jeden Fall auf den Weg und hole mal noch ein paar Kühlboxen. So, Freunde, ich will euch natürlich auch mal unsere Felder zeigen. Hier haben wir unser gemischtes Feld. Hier haben wir hier ein bisschen Getreide und hier Sonnenblumen und hier drüben dann unseren Mais. Ja, das ist dann dementsprechend unser gemischtes Feld. Hier drüben haben wir dann unser Sonnenblumenfeld. Da bin ich auf jeden Fall auch super gespannt, wie das sich nachher entwickeln wird und wie das nachher auch dann optisch aussieht. Haben wir noch ein paar Tage Zeit und ich glaube, das wird ganz gut. Und dann haben wir hier noch unser Maisfeld und das ist auf jeden Fall super dicht. Da können wir vielleicht zum Schluss noch hier ein Labyrinth reinschneiden und dann können wir noch ein bisschen auf Suche gehen. Also, tja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz schick. So, Freunde, Tag 53 und es sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Also unser Käse, der reift gut heran. Ich habe die anderen Käse mal alle hier und dort platziert, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Zum einen, zum anderen habe ich auf jeden Fall schon mal hier gut was weggeschafft, die Nacht. Es war, Leute, aber ich muss eins sagen, mit diesen zwei Fleischwölfen und zwei Wurstspritzen läuft das wie geschmiert. Bap, bap, das geht in einem Rutsch. Ich muss ungefähr gar nicht warten. Von daher, Leute, das ist perfekt. Ich glaube, das kann man alleine geht's nicht schneller. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Zum anderen haben wir jetzt hier wächst zu Rat, das wollte ich sagen. Hier reift auch alles heran, also oder eher gesagt trocknet eher. Wir haben jetzt hier habe ich schon die zwei leeren Kisten stehen. Hier sind schon jeweils wieder zwei und zwei Kisten, die dann wieder hier rein dürfen. Zum anderen, ja, hier sieht es eigentlich, wie gesagt, auch richtig gut aus. Also Leute, ich glaube, das wird einfach nur krank später. Das wird wirklich krank. Also, ja, wer jetzt schon eine Bilanz reingesetzt hat, wie viel Kohle das sein wird, das, ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Und ich bin vor allen Dingen super gespannt, wer am Ende als nächstes dran ist. Also wer am nächsten dran ist an dem Geld, an dem Betrag, den wir nachher dadurch auf dem Konto haben werden, beziehungsweise wie viel wir dadurch verdienen werden. Ja, ich bin super gespannt und ja, derjenige, der es auf jeden Fall richtig hat, der bekommt auf jeden Fall eine 10 € Steam Card. So, aber jetzt, was machen wir heute? Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter Milch produzieren. Also einmal hier rein bei den Ziegen, schnell wieder zumachen, bevor die abhauen. Die sind nämlich relativ flink. Ja, hier ist auch, Leute, hier ist auch voll. Hier ist wirklich voll. Die machen hier auch ganz schön Babys und Babys und Babys. Aber ja, es ist okay. Na, wo bist du hier?
Wir müssen jetzt mal gucken. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich, genau. Wir müssen jetzt mal gucken, wo die ganzen hier rumkrabbeln. Oh, hier liegt schon wieder. Die kacken auch am laufenden Band, ne? Also das ist auch Katastrophe. Muss mal ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz schlimm mit den Ziegen. Weiß auch nicht warum. Also, was das soll hier? Diese Kackerei. Ah, den haben wir schon. So, wo ist der noch? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Aber du vielleicht auch noch. Passt schon, ne? Okay. Es ist natürlich mittlerweile schwierig, ne? Vielleicht sollte ich denen mal alle nach und nach irgendwie Namen geben oder so. Aber bei der Menge, da gibt es vielleicht auch her einfach auch nur noch 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Damit wir wissen, wer wie wo. Okay, du warst anscheinend auch schon dran. Okay, dann haben wir hier ziegentechnisch, glaube ich, soweit alles durch. Dann können wir da mal wieder ein paar Fuhren machen. Bei 25 Liter sind das auf jeden Fall wieder 6 Stück. Das läuft. Kriegen wir wieder ein ganzes Ding hier einmal komplett voll. Das ist top jetzt noch. Oh, hier haben wir nicht getroffen. Ich habe mich schon gewundert, warum da noch was übrig bleibt. So. Und dann können wir hier mal wieder. Ist das das Richtige? Jetzt muss ich kurz mal gucken. Goat Milk. So, wunderbar. Rin, rin. Rin, rin, rin. Und dann machen wir den ganzen Klumbatsch hier einmal zu und lassen das hier einmal wieder brodeln. Können wir den mal ganz kurz schnell wieder zurückbringen und bringen vielleicht schon mal gleich eine Fuhre Kuhmilch mit. Dann können wir da auch noch gleich einen Schwung machen. Dann läuft das nämlich auch. Und dann wäre das Komma tippitoppi, Leute. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt mal hier im Stall ein bisschen ruhiger. Nicht mehr ganz so viele Kühe da. Beine tatsächlich. Hier sind jetzt irgendwie nur noch Kühe. Das ist sehr erfreulich. Das passt auf jeden Fall. So stelle ich mir das vor. Viel, viel besser. Komm hier, ran, Elsa. Auf geht's, mein Mädchen. Komm, auf geht's. Du bist die Erste heute. Ich hole schon mal direkt die Nächste. Komm, du darfst auch. Ja, ich brauche tatsächlich eigentlich prinzipiell noch eine Milchkanne. Aber ja, letztes Mal habe ich mir dann einfach die von den Ziegen ausgeliehen. Aber die war halt eben auch dementsprechend dann schon leer. Oh, du darfst noch nicht. Oder du kannst noch nicht. Oder du hast noch nichts. Oder du hast noch leer. Kann natürlich auch sein. Komm, Madame. Ah, hier ist wieder zu viel Verkehr, Leute. Zu viel Verkehr. Moment. Dann müssen wir außen rumlaufen. Ah, nimm mal doch erstmal die Hannelore. Komm, Hannelore, auf geht's. Du darfst auch nochmal. Du hast heute noch nicht. Ach, das ist Musik. Musik in meine Ohren ist das. So, Moment. Bevor ich hier, ja. Ihr merkt es schon, ne? Ihr merkt es schon. Ich werde hier durcheinander. Es ist too much. Es ist too much. Warst du schon? Ich glaube nicht. Genau, du warst noch nicht. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich hatte fünf. Fünf Stück mittlerweile. Genau, du musst auch noch. Du kannst mal direkt hier bleiben, Madame. Ja. Passt. So. Dann gehen wir noch eine Runde Kuhmilch machen, beziehungsweise Kuhkäse. Und Leute, ich muss ja eins sagen, gell, das regnet hier fast am laufenden Band. Also, das ist wirklich. Das ist ja, es ist schon mittlerweile verrückt hier. Ach, wie es ist. Das ist schon viel Regen, der jetzt hier mittlerweile runterkommt. Teilweise könnte man auch meinen, es wäre April. Also, man sagt ja auch so gut, der April, der macht, was er will, gell? Also, das läuft dann hier tatsächlich teilweise genauso ab. Da regnet es morgens und dann kommt auf einmal zwischendrin ist Sonne und dann auf einmal ist wieder alles. Voller Asian. So, was machen wir denn jetzt hier? Guck mal, ich habe hier blauen drinne und weißen ist hier drinne, aber ich glaube, das war Ziege. Boah, Leute, es ist tatsächlich schwierig manchmal. Man sieht es auch nicht, ne? Es ist relativ schwierig. Das ist auf jeden Fall blau. Ah, komm, wir machen erstmal den blauen leer. Gucken wir mal weiter. Überall drinne. Wunderbar, Leute. Perfekt. Dann haben wir das erledigt. Sehr geil.
der hat anscheinend auch ein bisschen Hunger. Oh oh. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal war ich geladen. Ja, Leute, und damit springen wir in Tag 55. Den Bär, den. Ja, den. Den. Ach komm, wir machen mal ganz kurz die Haut weg, damit die Leute wenigstens hier weiterfahren können. Genau, damit springen wir in Tag 55. Und ja, ich habe den. Ich habe. Warum jetzt hier der Wagen steht und ich da zu Fuß war. Ja, ich habe gedacht, dadurch, dass das ja ein Autoanhänger ist, könnte man eventuell vielleicht die Erntemaschine damit transportieren. Kleine Info, es geht nicht. Also es geht irgendwie schon so ein paar Meter, aber dann irgendwann glitscht er einfach runter und hat keinen Bock mehr. Also, und wir sind out of gas, aber nicht so tragisch. Ich hab vorgesorgt, wir haben noch was im Tank hier. So, mal ganz kurz auftanke. Oh, da gehen unsere Reserven auch langsam zur Neige. Da müssen wir auch mal wieder eine Runde tanken. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein wenig Öl, damit wir hier nochmal das ein oder andere kaufen können. Weil wir brauchen ja noch tatsächlich unsere Schneidwerke für das Mais und für die Sonnenblumen. Deswegen, was haben wir denn hier mittlerweile? 308 Liter und ich war zwischendrin schon einmal wieder abholen gewesen. Also, Leute, das heißt, in dem anderen, da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Also, da muss eigentlich eine Menge drin sein. Da können wir gleich mal unterwegs nochmal vorbeidüsen und können uns das nochmal angucken. Ach komm schon, ich will jetzt nicht auch mal hier rummachen. Ja, da ist es. Ja, da laden wir hier mal ganz kurz schnell Fixi Foxi hier alles voll. Verkaufen das und holen uns dann dementsprechend erstmal schon mal das Maisgebiss, damit wir hier direkt schon mal weitermachen können und wir rein in die Ernte starten können, Freunde. So Leute, dann schauen wir doch mal, was hier drin ist noch. Nochmal 320 Liter, Leute. Also, das ist auf jeden Fall prima. Oh, da müssen wir noch mal ein bisschen nachtanken. Oh, scheiße, ich hab das gar nicht dabei. Verdammt. Ja, nicht so schlimm, da sind noch 5 Liter drin. Das sollte erstmal noch mal für ein Momentchen reichen. Auf jeden Fall stark, Leute. Da sind auch noch mal 3200 Euro bzw. Dollar noch mal am Start. Das ist auf jeden Fall saugut. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ja, mein, wie soll man das sagen, so Portokästchen oder so? Nee, so Geldbeutel quasi. Das, was man irgendwie so täglich benutzt halt, ne? Was ist das bitte wieder für ein Wetter hier? Katastrophe. Aber es geht jetzt nicht anders, Leute. Wir müssen auf jeden Fall da heute mal rein. Mal gucken, ob es klappt. Denn es ist schon Tag 55. Das heißt, wir nähern uns auch langsam den 60 Tagen. Und dann sind wieder 480 Stunden rum, Freunde. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Wir testen das jetzt mal hier rein, gucken, ob schon Zeit ist. Oh ja, es ist schon Zeit, Leute. Es ist schon Zeit. Der Mais wird geerntet. Ach, wunderhübsch, Leute, wunderhübsch. Ah, wie schön, dass da vorne auch arbeitet. Das ist natürlich schön, ne? Klar, natürlich ist es jetzt nicht wie beim Landwirtschaftssimulator, dass da dann dementsprechend auch das Ganze so richtig schön reingezogen wird, ja. Aber es arbeitet, ja. Es funktioniert. Es läuft. Ah, wir machen jetzt natürlich kein Labyrinth, ne? Das wird jetzt vielleicht alles ein bisschen zu krass lange dauern. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich auch ein bisschen ein etwas schmäleres Gebiss vorne. Damit sich das auch irgendwo lohnt, ne? Der Weg. Ja, ich habe auch schon gesehen, ich habe ja, also ihr habt ja auch gesehen, ich habe den Adventure ja schon mal abgeladen, beziehungsweise, ja, habe den schon mal abgetankt und habe das ja dementsprechend dann in den Anhänger gemacht. Ja, wenn man den Anhänger macht, dann kann man das natürlich nicht mehr ins Silo machen. Das geht dann nicht mehr. Deswegen, da müssen wir dann auf jeden Fall einmal das Mais, ach, das Mais. Den Weizen müssen wir dann auf jeden Fall einmal verkaufen gehen.
Dann können wir dann auf jeden Fall auch mal gucken, was das denn so bringen mag. Natürlich auch absolut überhaupt gar keine Ahnung, was das dann überhaupt nachher finanziell ausmacht, ne? Ob sich das überhaupt rentiert nachher. Auf der einen Seite muss man sagen, ne, ich glaube, das sind ja immer, sind das immer 10-Liter-Säcke oder so, glaube ich, ne? Ne, 7-Liter-Säcke sind das ja nur, die man kaufen kann beim Händler. Und die kosten ja auch schon, naja, immerhin 30er, ne? Aber ja, mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden und mal gucken, was das dann bringt. Wir probiere ich mal aus, ob wir das jetzt zum Beispiel dann in den Speicher können, also in den Kornspeicher. Oder ob wir das tatsächlich vielleicht sogar verkaufen müssen und wir das gar nicht irgendwie verfüttern können. We will see, we will see. Weil ist das hier jetzt gleich erstmal geerntet. Auch wieder eine knappe Sache, aber sollte alles reinpassen, denke ich doch. Der, ah, nee, da fehlt noch was. Eine ganz kleine Ecke, Leute. So, und dann haben wir das erledigt hier mit unserem Ernter. Der sitzt da auch nicht so ganz entspannt drin, ne? Muss man so mal dazu sagen. So, dann fahren wir mal an unser Silo. Schauen mal, ob das dann dementsprechend dort abgetankt werden kann. Beziehungsweise eingefüllt werden kann. Gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ja, unsere Schweinchen werden auf jeden Fall auch weniger tatsächlich. Wir haben nur noch ein dickes Schwein. Naja, ich sag mir jetzt mal so ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht unbedingt traurig drum, ne, bei der Menge an Schweinen, die wir da hatten. So, jetzt mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber das muss jetzt eigentlich da. Ich glaube, das muss da nämlich eigentlich jetzt rein. Leute. Vielleicht habe ich das Silo ein bisschen Blech dorthin platziert. Hallo, möchte wieder zurück. Ah ja, doch. Habt ihr es gesehen? Ja, wenn wir uns so drehen, ja wunderbar. Dann läuft das jetzt da raus. Okay, stark. Aber es füllt sich nicht. Kriegen wir jetzt Geld? Sekunde. Nö, wir kriegen auch kein Geld. Also es geht rein. Es wird auch leerer bei uns. Aber der... Ah doch. Doch. Der Füllstand erhöht sich. Alles klar. Okay, wunderbar. Das passt ja. Also Leute, ihr könnt also dementsprechend dann mit dem Ernter das dann auch dort reinfüllen. Aber macht es nicht wie ich und baut es so kompliziert dahin. Hätte ich gewusst, ich habe natürlich am Anfang, als ich das platziert habe, nicht daran gedacht, dass ich das hätte so drehen müssen. Ich habe auch gar nicht daran gedacht, dass man das da einfüllen muss. Ne? Das, ja, im Moment des Bauens nicht darauf geachtet, Leute. Okay, das ist jetzt voll. Und dann haben wir noch ein bisschen was drin. Ja, dann können wir jetzt erstmal das so nicht ändern, ne? Das heißt auf jeden Fall, dass dementsprechend die Sonnenblumenernte, die muss da noch einen Tag warten. Dann können wir mal ganz kurz das Schneidwerk. Ja, ich habe das jetzt farblich nicht nochmal abgeändert. Einfach nee. Und genau, ich bringe das jetzt mal ganz kurz noch schnell hier rein. Und dann muss ich auf jeden Fall wieder weiter fleißig Würstchen machen, Leute. Würstchen. Und dann kann ich euch mal auch ganz kurz den Stand zeigen, wie es aktuell aussieht. So, das machen wir mal ab. So, dann stellen wir mal ganz kurz hier einfach ab. So, fertig. So, der aktuelle Käse. Guckt euch diesen Käseturm an, by the way. Ja, Würstchen, die sind jetzt schon alle wieder fertig. Ich muss jetzt wieder weiter nachproduzieren. Also, hier sind jetzt noch 8 Boxen. Ich, ganz ehrlich, Leute, das wird easy going. Das schaffen wir. Locker. So, die Würstchen muss ich auf jeden Fall noch abhängen. Und hier, guckt euch nochmal diesen Käseturm an. Ja, wer sich jetzt fragt, wie hast du den so groß bekommen? Oder wie hast du das so hoch stapeln können? Ah ja, vorher stand hier der Pickup. Bin ich jedes Mal draufgesprungen. Und dann habe ich das Ganze dort aufeinander gesetzt, aber das ist einfach crazy, Leute. Guckt euch das an, ey. Und hier ist noch ein bisschen was drinne. Das muss auch noch dazu. Und hier habe ich jetzt nochmal viermal, ich glaube, es ist, ja, weißer. Oh, die habe ich ganz vergessen hier. Die müssen natürlich auch noch hier rein. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Käse machen.
Aber ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich nochmal ein bisschen was hole, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Also, ihr wisst schon, was ich meine: Blauschimmel oder Weißschimmel. Noch am Überlegen tatsächlich aktuell. Aber ansonsten, ja, es läuft, Leute. Also, das grande Finale kann auf jeden Fall kommen. So, Leute, Tag 57 und ja, ich war letzten Tag richtig, richtig fleißig. Ich habe zum einen mal noch den Käse hier weiter produzieren lassen und habe den dann mal noch hier dazu gepackt. Und Leute, ich sag euch jetzt schon mal, ich habe keine Ahnung, ob wir das alles überhaupt auf einmal transportiert bekommen. Das sieht so unmenschlich viel aus. Ich meine, okay, ja, wir haben jetzt natürlich einen größeren Anhänger, aber alter Schwede, Leute, das ist so viel Käse. Des Weiteren, ja, die Wurst, die hängt wieder. Die ist fleißig hier am Reifen. Wir haben aktuell noch zwei Kisten übrig. Die mache ich dann heute Abend noch fertig. Und Leute, guckt euch mal bitte an, wie viel das mittlerweile ist. Das ist einfach abnormal. Wir haben hier aktuell 21 volle Boxen mit Fleisch, mit Wurst. Also brutal. Und noch zwei mit Ziegenfleisch. Da werde ich vielleicht auch noch die ein oder andere Ziege mal schlachten müssen. Denn Leute, das nimmt aktuell. Ach du lieber Gott, und bei den Kühen auch. Aber bei den Ziegen nimmt das aktuell Ausmaße an. Die sind wieder unmenschlich. Oder vielleicht unziegig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie definitiv. Es ist too much, Leute. Es ist einfach wirklich too much. Und vielleicht, ich glaube, das Gehege muss auch einfach größer werden. Das ist mittlerweile einfach zu klein. Aber Leute, ich habe noch was gemacht. Und zwar, ich habe uns eine Pferdekoppel gebaut. Denn ich glaube, zu jeder guten Ranch gehört auch einfach eine Pferdekoppel. Und das ist einfach schon ein Riesenteil, Leute. Und dazu brauchen wir natürlich auch dann vielleicht das ein oder andere Pferd mal, ne? Also, ja. Und ich glaube, darum werden wir uns heute kümmern. Die Frage ist nur, und die stelle ich mir aktuell, bekommen wir das überhaupt transportiert mit unserem Wagen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob die da drauf gehen. Zum einen natürlich sowieso nicht wegen den Ölfässern, aber die werde ich auf jeden Fall mitnehmen und die werde ich jetzt nochmal füllen und dann das Ganze verkaufen. Den Anhänger können wir auf jeden Fall mal da lassen. Den brauchen wir definitiv nicht. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mich mal auf, fix rüber, mach mal die Ölfässer voll und dann sehen wir uns beim Händler wieder und dann gehen wir mal noch eine Runde Pferdchen holen. So Leute, ich habe das Öl verkauft und habe da nochmal ganz kurz nachgeschaut, wie das denn jetzt eigentlich aussieht mit den Pferden. Also wir müssen da ja zu so einer Auktion. Jetzt weiß ich natürlich gerade gar nicht, wo die eigentlich ist. Bisschen problematisch. Ich würde sagen, wir müssen da mal gucken gehen. Einfach hier in der City, ob da dieses Auktionshaus ist. Denn ich weiß es tatsächlich überhaupt gerade gar nicht. Bin da tatsächlich gerade ein bisschen überfragt. Ja, wir klappern mal hier einfach die Gässchen ab. Oh, hier kann man sich Bier holen, okay. Oder ist das dann doch einfach bei dem ganz normalen Händler? Aber ich weiß es nicht, ne? Ist das ein Wolf oder soll das ein Hund sein? Auf jeden Fall, so wie der rennt, ist er nicht so schnell aktuell. Okay, also ich sehe hier tatsächlich nichts. Also auf der anderen Seite ist noch der Burgerladen. Schwierig, Leute. Schwierig. Hab mich tatsächlich, was das Thema Pferde angeht, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Beziehungsweise damit befasst. Von daher ist das für mich gerade auch erstmal Neuland. Nee, hier ist nur Best Burgers. Geht der da mitten auf der Gasse rum? Ich will ja mal gucken, ist der lieb oder ist der böse? Hallo? Oh! Mit dir los. Natürlich super, dass man wieder die Waffe nachgeladen hat. Ich dachte, der wäre lieb. Hallo, zielen. Boah. Was ist denn das? Böser, böser Wolf. Ja, das können wir da liegen lassen. Ich will das nicht haben jetzt.
Aber okay, Zeit für. Alter, ey. Unbelievable. Unbelievable. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz hoch zum Händler fahren. Mal gucken, ob es das vielleicht dort gibt. So, dann mal rein hier schnell. Boah, das schüttet aber auch schon wieder, gell? So, ich habe gesehen, es gibt hier. Hygiene-Pferdchen. Hier gibt es keine Tiere. Also zumindest keine Pferde. Und der Tiere. Irgendwie haben sie dieses. Das Menü ist ja auch noch nicht fix, ne? Also hier sind schon mal keine. Die Frage, ne? Wie funktioniert das? Bekommen. Okay, ja, ist ja super. Ist ja schon alles schön, aber. Ich würde gerne. Ah! Ja, jetzt sind Leute. Oha! Oha, die sind aber teuer. Ist, die Frage ist, ist das jetzt nur ein Pferd oder kommt da vielleicht nochmal ein Pferd? Oder wie läuft das ab? Oh, jetzt bin ich auf jeden Fall mal super gespannt, Leute. Gucken mal, wir bleiben mal dabei. Aber was ist denn, wenn wir auf Überspringen gehen? Kommt dann das nächste? Ach du lieber Gott. Wie sind die denn alle so teuer? Ach, hey. Oha. Das ist jetzt nicht mehr in unserem Budget. Ja, ist doch was in unserem Budget, Leute. Okay. Wenn wir jetzt auf Gebot gehen. Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden hier. Hey, der überbietet uns jedes Mal. Ah, ah, ah. Yay! We got a horse! Nice, Leute! Rufe dein Pferd, indem du es mit dem Cursor anvisierst und H drückst, um zu pfeifen. Es wird dir dann folgen. Weitere Informationen zu Pferden findest du im Glossar. Ja, cool, Alter! Leute, wir haben einfach ein Pferd! Nice! Wuhu! Okay, geil. Ah ja, okay, das ist natürlich jetzt noch nicht so fit, ne? Aber cool, ey. Geilomat. Okay, das heißt, ja, jetzt haben wir, Leute, jetzt, wir haben jetzt einfach ein Pferd. Wir haben jetzt einfach ein Pferd. Also müsste ich dann da auch nochmal, oha, das ist jetzt so weit weg da hinten. Da muss ich safe nochmal was hinstellen, damit das Futter bekommt. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. So, jetzt ist die Frage, können wir da jetzt auch irgendwie springen oder so? Oh ja. Wuhu. Oh Leute, das läuft. Okay, ich hab's nur nicht so drauf. Ich hab's nur noch nicht so drauf. Aber mal gucken. Oh, yes. Naja, beinahe. Komm, einen Versuch haben wir noch. Oh, der war jump too late. Oh, das ist gar nicht so einfach, da früh genug zu drücken. Ah, komm, noch einmal. Yes! Oh, Leute! Ja. Wie sagt man immer so gut? Man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? So, dann können wir doch mal den Guten hier auf der Weide stehen lassen. Machen wir mal zu. Nee, du bleibst hier, mein Freund. Du kannst da drinnen bleiben. Und dann müssen wir da erstmal noch fix noch dem ein bisschen Futter und Essen hinstellen. Also würde ich sagen, oder muss der vielleicht dann jetzt drinnen in dem Stall in so eine Box? Natürlich auch eine Option, ne? Aber wisst ihr was, wir machen den einfach bei die Kühe. Dann ist da auf jeden Fall, gibt es da keine Probleme, was irgendwie Essen und so angeht. Dann ist das nicht weit genug, weit genug weg. Ja, geilo, Leute. Geilomat. Das ist doch schon mal Hammer. Wir könnten doch jetzt hier bestimmt einfach so drüber springen. Das kriegt er doch bestimmt hin. Juhu. So. Wunderbar, Freunde. Wir haben jetzt ein Pferd.
nämlich auf dem Weg zu unserer soweit letzten Mission für diese 480 Stunden bzw. diese 20 Tage hier. Ihr habt es sehr wahrscheinlich gesehen. Ja, ich habe noch mal tief in die Tasche gegriffen und habe noch mal das letzte Geld, was wir auf dem Konto haben, habe ich noch mal genutzt, um tatsächlich noch ein Haus zu bauen. Und ja, wie das jetzt endlich nachher aussieht, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich, nachdem wir dann einmal beim Händler dementsprechend noch das letzte Schneidwerk geholt haben, das Feld einmal abgedrescht haben, wenn man das überhaupt so nennen kann, nachher bei den Sonnenblumen. Und dann werde ich euch das Ganze dann nochmal zeigen, was ich da noch für ein schickes Häuschen hingebaut habe. Ja, wieso ich das gemacht habe und warum, das erzähle ich euch auf jeden Fall dann später. Aber jetzt erstmal noch schnell das letzte Schneidwerk holen. Dann machen wir uns hoch zum Feld und dann wird das dementsprechend auch nochmal erledigt. So, da wären wir dann auch schon. Ich würde sagen, hier dieses Mischmaschfeld, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor und kümmern uns hier einfach mal nur rein noch um das Sonnenblumenfeld. Halten das ganze Ding einmal an. Oh, hier tut sich tatsächlich nichts, da sieht man nichts. Aber naja, not so bad. Ich würde sagen, wir gehen rein hier in die Sonnenblumen und oha, oha. Und nehmen dann die auch nochmal mit. Ja, ist jetzt natürlich nicht mehr so eine große Sache, aber ich habe es euch natürlich versprochen und ich habe auch gesagt, wir machen das und daran halte ich mich natürlich auch. Ja, damit wir zumindest das Projekt Landwirtschaft, was das angeht, definitiv schon mal dann komplett erlebt haben und mal geschaut haben, wie das denn hier alles soweit funktioniert. Ja, finde es auf jeden Fall dennoch, auch wenn die Fahrphysik hier so ein bisschen, na, so sein eigen ist, finde ich es trotzdem auf jeden Fall ein sehr cooles Gadget. Muss aber dazu sagen an dieser Stelle, ich glaube, die anderen Dinge, die man hier einfach im Ranch-Simulator machen kann, die sind da definitiv doch, definitiv auf jeden Fall überragender. Also die sind da schon viel ausgebauter. Aber das ist ja alles nicht so tragisch. Insofern passt ja alles. Ich habe, by the way, natürlich das, was in der Erntemaschine war, das habe ich einfach mal komplett alles in unser Silo gekippt, damit dann unsere Tiere demnach dann nochmal ein bisschen was zu futtern haben. Dann müssen wir da noch nicht nochmal extra investieren. Das hat auch gut gepasst. Was ich gerne noch machen würde, wäre, wir haben jetzt noch den einen Anhänger mit Weizen drauf. Den würde ich gern mal noch wegfahren und mal gucken, was man denn dafür eigentlich bekommt. Und ich glaube, das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Einfach nur mal, um zu gucken, was das denn finanziell überhaupt ausmacht, wenn wir da so einen Hänger voll Weizen haben. Wer weiß, vielleicht ist das ja absolut total profitabel und wir wissen es eigentlich gar nicht und haben uns irgendwie gedacht, ja, gut, okay. Wir schauen mal auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal in Erfahrung bringen. So, was haben wir jetzt hier nochmal? Oh, man sieht es einfach nicht. Ich glaube, man muss es erst hoch machen. 158,5 Liter Sonnenblümchen haben wir jetzt nochmal am Start, Leute. Prima, die bringen wir auf jeden Fall mal inklusive Erntemaschine zurück zum Hof. Und dann zeige ich euch erstmal das Häuschen. So, Leute, da ist es das gute Teil. Ich habe hier mal noch so ein ultimatives Retro-Ranch-Haus hingestellt. Das war auch tatsächlich gar nicht so günstig, wenn ihr mal hier guckt. Ja, bis auf die Holzplanken, die waren günstig, aber der Zement und der Metall, die haben das gute Teil nochmal ordentlich rausgerissen. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, wenn man jetzt mal überlegt, vom Grundsätzlichen her, war das schon ein günstiges Haus. Ne? Also, wenn ich mir vorstellen könnte, ich würde für den Preis hier jetzt irgendwie ein Haus bauen können, ja, dann würde ich das auf jeden Fall dankend annehmen. Falls ihr das Haus nicht kennt, wir gehen mal rein und gucken uns das mal an. Das ist halt ein Retro-Haus, also es ist wirklich alles relativ alt gehalten. Man sieht es auch, ne? Alte Möbel, ältere Bilder, das Ganze hier auch eher so ein bisschen dunkler gestaltet. Ich habe natürlich überall schon mal die Lichter angeschaltet. Aber es gibt auf jeden Fall mal das ein oder andere ganz coole Highlight, würde ich zumindest mal behaupten.
hier mal so eine kleine Fernsehecke mit altem Gaming-Apparat. Ich weiß gar nicht, ob das so einen sogenannten Atari oder sowas darstellen soll. Auf jeden Fall ziemlich cool. Des Weiteren haben wir auf jeden Fall hier eine richtig coole große Küche. Finde ich tatsächlich, also optisch gefällt mir das ganz cool. Vor allen Dingen hier so mit dieser Durchreiche. Finde ich schon ziemlich nice. Hat auf jeden Fall einen gewissen Charme. Was natürlich nice ist, ist hier auch diese große Vorratskammer. Ist auf jeden Fall super, super cool. Ist aber natürlich letztendlich genauso groß von der Menge an, was wir da unterbringen könnten, wie die in dem anderen Haus. Wobei, ich glaube, hier haben wir einmal einen Platz mehr für unsere Würstchen. Und ansonsten, aber für den Käse müsste es, glaube ich, genauso viel gewesen sein. Ja, das waren auch 4 Plätze. Tja, schick, schick, würde ich behaupten. Dann gibt es natürlich auch noch, hier geht es nochmal raus, auf die Veranda. Da wäre es natürlich auch ganz cool, wenn man hier noch vielleicht die ein oder andere Bank hin platzieren könnte. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Dann haben wir natürlich auch noch einen ersten Stock. Hier eigentlich. Oh, nix. Nix Wichtiges. Dann haben wir noch hier oben einen ersten Stock. Da ist hier nochmal so quasi das Kinderzimmer. Auch halt eben, ne? Ist relativ alt gehalten alles. Deswegen ja auch das Retro-Haus. Und dann ist hier oben nochmal das quasi Elternschlafzimmer, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall ein schickes Häuschen, Freunde. Ganz nett. So, und wieso ich das hier platziert habe? Ganz einfach aus dem Grund. Ich habe mir gedacht, wenn vielleicht der ein oder andere Bock hat, irgendwann in der Zukunft dieses Spiel zu spielen, und da komme ich zu dem Punkt, was ich mir ganz genau dabei gedacht habe. Falls ihr darauf Lust habt und Bock habt, dann werde ich auf jeden Fall zum Ende hin hier einmal diesen Safe Game einfach euch zum Download zur Verfügung stellen. Das Ganze könnt ihr dann einfach nachher von meinem Discord runterladen und euch das dann einfach selbst auf euren PC ziehen, und dann könnt ihr das Game gerne an dieser Stelle oder auch an jeder anderen Stelle, je nachdem, ob ihr darauf Lust habt, auf jeden Fall weiterspielen. Und ja, dann könnt ihr auch gerne mir mal da nachher auch zeigen, wie ihr zum Beispiel hier diese Ranch verändert habt und ja, wie ihr hier dann auf jeden Fall damit klargekommen seid mit dieser Herrscher an Siegen. Ey Leute, guckt euch das an, wenn die alle ausgewachsen sind, ist hier Feierabend, ne? Also das ist einfach unnormal. Hui, hui, hui. Genau. Aber ich werde jetzt nochmal ganz kurz in den Traktor springen, auch wenn das hier aus Eimern wieder schüttet. Und werde mal noch den Hänger zum Händler bringen und dann gucken wir mal, was wir dafür bekommen werden. So Leute, ich habe das Ganze mal hier abgestellt, die 240,6. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt beim Burgerladen verkaufen können. So aktuell auf jeden Fall. Oh, ein guter Preismultiplikator auf jeden Fall für unseren Käseblauschimmel. Hoffen wir mal, dass das morgen auch noch so ist. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, Leute. So, mal gucken. Also, wir können es auf jeden Fall verkaufen. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Leute, ne? Das ist natürlich schon nice. Also was? 2406. Okay. 56 Cent. Immerhin. Für so eine Ladung. $1347. Das ist schon richtig gut, Leute. Das ist schon richtig gut. Also, nice. Ich werde es jetzt aber nicht verkaufen. Wobei doch, wir können es eigentlich verkaufen, weil es bringt eh nichts. Wir können eh nichts anderes damit anstellen. Denn wir können es auch nicht mehr in unser Silo laden. Ja, okay, wir verkaufen es. So, jetzt haben wir knapp 2000 auf dem Konto. Die können wir uns auf jeden Fall merken. Und dann, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. Und ich hoffe, ihr seid auch schon so aufgeregt, wie viel am Ende wir mit dieser ganzen Wurst und diesem ganzen Käse und den ganzen Trauben und den ganzen Eiern nachher an Geld haben werden. Leute, ich bin super, super gespannt, wirklich. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hingehen und das alles soweit vorbereiten und mal gucken, ob ich überhaupt alles geladen bekomme. Falls nicht, werde ich auf jeden Fall schon mal vorfahren. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles da drin platzieren soll, ne? Aber weil der Entladetrigger
Der ist auf jeden Fall nicht so groß. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir das alles dahin bekommen. Und Leute, seid auf jeden Fall super gespannt. Und vor allen Dingen, bleibt dran. So, Freunde, Tag 60. Es ist soweit. Ja, ich hoffe, dass sich die ganzen letzten Tage auf jeden Fall bezahlt machen. Aber Leute, ich glaube, wenn ich hier hingucke, das ist schon immens. Also allein dieser ganze Käse, ne? Das ist brutal. Den Käse, das war alles noch der Käse, den wir im Haus hatten. Das hier ist jetzt alles Fleisch und Wurst. Hier unten sind noch 160 Eier. Und das hier ist alles voll mit Weintrauben. Bis auf der letzte. Da sind nur noch 5 Stück drin, weil mehr gab es nicht mehr. Leute, das ist auf jeden Fall der Verdienst von 480 Stunden bzw. 20 Tagen. Und ja, ich habe extra mal hier vorne nichts reingeladen. Also hier hinten in den Truck. Mit der Hoffnung, dass wir das vielleicht irgendwie hier auf den Trigger schaffen. Ja, Leute, jetzt heißt es einmal Luke hoch und dann heißt es Abfahrt. Zum anderen muss ich sagen, wir haben auf jeden Fall theoretisch schon Nachschub für die nächsten 480 Stunden. Denn irgendwie sind wieder ein paar Tiere gestorben. Und das lag definitiv nicht am Futter und am Platz. Hier das ein oder andere Schwein, tatsächlich auch die ein oder andere Kuh und auch die ein oder andere Ziege. Aber ganz ehrlich, bei den Ziegen ist es aktuell, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, nicht so schlimm. Aber die waren einfach zu viel. Da muss ich das Gehege auf jeden Fall definitiv vergrößern. Aber jetzt, Leute, machen wir uns auf den Weg und fahren runter zum Burgerladen und gucken mal, was das hier für ein Ausmaß bedeutet. Und wo wir nachher landen werden. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, Leute. Ich bin total aufgeregt. Und Leute, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich glaube auch, dass ihr auch keine Ahnung habt, also was da jetzt dabei rauskommt und was euch da erwarten werdet, was euch da erwarten wird. Das muss einfach utopisch sein. Also, wenn wir überlegen, ne, beim letzten Mal, da hatten wir den Pickup voll und hatten den kleinen Anhänger. Und jetzt haben wir hier den großen Anhänger und wirklich, Leute, der ist schon echt voll. Also, ja, okay, da wäre noch ein bisschen Käse draufgegangen und da wäre vielleicht auch noch die andere oder andere Kühlbox drauf. Aber Leute, überlegt allein mal, wie viele Kühlboxen an Fleisch das ist. Wir reden hier von 25 Kühlboxen an Fleisch, also an Wurst. Leute, das ist crazy. Das ist wirklich, wirklich crazy. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das hier alles draufpassen wird. Ich probiere das aber. Ihr habt schon gesehen, das Bild hat sogar schon gehangen. Wahrscheinlich, weil das zu viel ist. Das kann wahrscheinlich der Laden gar nicht verarbeiten. Es ist, ja. Es ist schwierig, Leute. Oh, ich glaube, so ist es gut, Leute. Oh, hä? Leute, oh, hä? Es ist auf jeden Fall alles drauf. Leute, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Nicht, dass das Spiel jetzt crasht, ne? Das wäre jetzt krass. Wer weiß nämlich, wie unmenschlich viel das ist. Wir gehen mal rüber. Wir sehen auf jeden Fall, ist viel drin. Gibt es für irgendwas einen Multiplikator? Ah, nur Rinderfrikadelle. Oh, aber für die Schweinswurst. Und wir haben, Leute, wir haben jede Menge Schweinswurst. Zwar nur ein 1,3er Multiplikator und ja, wir könnten jetzt hingehen. Ich habe das mal gesehen. Wir könnten jetzt hingehen und könnten einen Schlafsack nehmen, könnten kurz schlafen und wieder aufstehen und schlafen und wieder aufstehen und dann endet der Multiplikator sich. Aber ganz ehrlich, das machen wir nicht. Zum einen, zum anderen brauchen wir das auch nicht. Und wir haben auf jeden Fall auch jede Menge Käse, Weißschimmel. Ich glaube, wir haben zwar keine Rinderfrikadelle, vielleicht eine oder so. Aber Leute, 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 Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr aufgeregt. Und ihr denkt jetzt so, jetzt geh doch endlich drauf und guck doch endlich rein. Aber ich will nicht. Leute, ich will nicht. Ich will nicht. Aber okay, aber wir müssen. Wir müssen, Leute. Wir müssen.
Wir sehen auf jeden Fall oben unseren Stand. 1900 Euro, Dollar. Leute, okay. Wir gehen rein, okay? Wir gehen rein. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Okay, okay. Sammeln, Leute. Anspannung. Trommelwirbel. Okay, wir gehen rein, Leute. Okay, okay. Achtung. 3, 2, 1 und... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Leute, Alter. 69.000 Dollar. Fast 70, Leute. Fast 70. Da fehlen gerade mal noch 147 Dollar, dass wir einfach 70.000 Dollar gemacht haben. In 480 Stunden. In 20 verdammten Tagen, Leute. Alter, ist das krank. Das ist so krank. Guckt euch das mal bitte hier an. Das ist brutal. 35 mal Weißschimmelkäse, Ziegenkäse, 31 mal Kuhkäse, Weißschimmelkäse, 30 mal Kuhkäse, Blauschimmelkäse, aber das kann doch nicht alles an Käse sein, da müsste noch mehr Käse sein. Hier nochmal 13 mal Kuhkäse, hier nochmal 9 mal Ziegenkäse. Boah, Leute, das ist krank. Das ist so krank. Leck mich am Ärmel, Alter. Das ist so verdammt krank. Boah, Leute, ich glaub's nicht. Okay, die Eier, die waren Kinkerlitzchen, wenn man es so will. Aber alter Falter. Jetzt überlegt euch, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten noch einen Zweier-Multiplikator da drauf gehabt. Das wäre ja übel gewesen. Dann hätten hier mal locker 100.000 gestanden. Aber Leute, ey, let's go. Let's sell this. Bam. Boah, ich habe schon ganz kurz gedacht, das Spiel crasht. Leute, einfach 71.769 Dollar und 82 Cent. Boah. Leute, das ist unmenschlich. Das ist so verdammt viel Geld. Ich weiß gar nicht, was wir damit jetzt in den nächsten 20 Tagen 480 Stunden machen sollen. Alter Vater, ey. Leute, fuck. Boah. Ich komme gerade gar nicht klar, ne? Wir haben so viel Geld. Leute, wir haben so viel Geld. Was machen wir damit jetzt? Und da ist jetzt die Frage an euch. Was machen wir jetzt in den nächsten 480 Stunden? Abgesehen davon, dass wir auf jeden Fall um uns die Bienen kümmern werden. Aber was machen wir mit so viel Geld? Was stellen wir damit jetzt an? Leute, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was wir damit jetzt machen sollen. In Wirklichkeit würde ich mir das natürlich direkt auf die Seite legen. Aber was machen wir jetzt mit knapp 72.000 Dollar? Ja, Freunde. Die nächsten 480 Stunden bzw. 20 Tage sind vorbei. Das heißt, 60 Tage aktuell sind schon vergangen, seitdem wir hier dieses Projekt gestartet haben. Seitdem ich dieses Projekt hier gestartet habe. Und an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank für jedes Like und für jeden Kommentar, für jede Hilfestellung und für jeden View, den ihr mir bisher dagelassen habt. Es war mir eine unheimliche Freude bisher, hier dieses Spiel mit euch zu spielen und hier jede Menge Spaß zu haben. Denn auch wenn natürlich diese Fahrphysik mich tatsächlich sehr, sehr teilweise genervt hat, muss ich sagen, ich hatte großen Spaß und es war mir eine unheimliche Freude gewesen, dieses Spiel für euch, mit euch auch irgendwie zu spielen. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ja, Leute, auf jeden Fall, ich bin dafür und ich würde auch gerne und hätte auch Bock darauf, hier definitiv weiterzumachen, mit der Hoffnung, dass es jetzt hier nicht so regnet. Nein, ich habe auf jeden Fall Lust, hier definitiv weiterzumachen, denn es ist einfach ein cooles Spiel und es macht mit euch unheimlich Spaß, wenn ihr mir weiterhin Tipps gibt und auch vielleicht die eine oder andere Denkung desgleichen mit mir habt, ja. Das macht einfach Spaß. Das macht einfach richtig, richtig Fun. Und ja, Leute. Auf jeden Fall, die nächsten 480 Stunden sollen definitiv weitergehen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall unheimlich freuen, wenn ihr weiterhin Gefallen daran habt, Spaß daran habt
Das wäre einfach wunderbar. Und in diesem Sinne, Leute, wirklich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten 480 Stunden dann wieder. Lasst mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht, auch das kostenlose Abo mitzunehmen und aktiviert natürlich auch die Glocke, wenn ihr die nächsten 480 Stunden nicht verpassen wollt. Und natürlich erzählt auch gerne euren Freunden davon. Ihr könnt auch gerne diese Aufnahmen einmal teilen. Bin ich sehr von angehalten. Und wie sagt man immer so schön, Support ist kein Mord. Ne? Und ja, Leute, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch und wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.